So, weiter geht's mit Hidden Agenda. Mal sehen, was der Richter sagt. Danke, dass Sie so schnell Zeit für mich haben. Miss Petty hat mich bereits über die Sache mit Adam Jones informiert. Ja, Sir, ich war gerade bei Mr. Finn. Tja, nach meiner Erfahrung braucht nur die Lüge die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht. Sir? Glauben Sie seine Story? Der Zeitpunkt kommt ihm gelegen, aber ich glaube, er sagt die Wahrheit. Oder zumindest eine Version davon. Es ergibt Sinn. Sprach schon jemand mit Jones? Er wird seit Jahren für tot gehalten. Etwas weit hergeholt, nicht wahr? Selbst wenn Jones existiert, wie können Sie sicher sein, dass Finn ihn ausspürt? Ich kenne die Wahrheit nicht, aber mit etwas mehr Zeit können wir sie herausfinden. Und dazu wollen Sie einen verurteilten Serienmörder einfach freilassen. Nur so lange, bis die Polizei Adam Jones hat. Sie stecken voller Überraschung, Miss Grace. Was würden Sie an meiner Stelle tun? Ich denke, er kann uns helfen. Wenn Sie Finn einen einzigen Tag unter Bewachung rauslassen, können wir vielleicht einen unschuldigen Mann vor der Hinrichtung bewahren. Okay. Gut, Miss Grace. Ich gewähre Jonathan Finn vorübergehende Entlassung in Gewahrsam. Aber nur für 3 Stunden. Danke. So, mal sehen, was dabei rauskommt. Du wirst es nicht glauben. Ich bin selbst total überrascht. Häng mich nicht so. Ich gehe zum Morddezernat und sage Bescheid. Gute Idee. Dank mir nicht zu früh. Ich bin mal gespannt, ob die begeistert sind davon. Ich schätze eher nicht. Tut mir leid, aber wir wollen doch alle das Gleiche. Ein Mann wird hingerichtet und es muss sicher sein, dass er es verdient. Ja, Jonathan Finn verdient es. Da bin ich mir sicher. Wer nochmal genau war Adam Jones? Spielte er hier eine Rolle in den Ermittlungen? Ja, es gab einen Adam Jones im Waisenhaus. Aber wissen Sie was? Das arme Schwein ist im großen Feuer damals umgekommen. Und damit endet die Geschichte. Finn hatte unglaubliche Timing. Denken Sie nicht, er lügt? Ich denke, da ist irgendwas. Glaubt der Richter auch. Er stimmt einer vorübergehenden Entlassung in Gewahrsam zu, in Adam Jones. Finn hat mir gesagt, dass Rominski ein Geheimzimmer im Waisenhaus hatte. Er nannte es Spielzimmer. Es war für seine außerschulischen Aktivitäten gedacht. Na, was wird von Spielzimmer sein? Stand nicht im Bericht. Ich frage mich, Mr. Hillary, also... Fanden Sie bei der Untersuchung der Opfer des Trappers irgendetwas, das vielleicht auf einen anderen Verdächtigen hinweisen könnte? Puh, das ist 5 Jahre her. Ich glaube nicht. Also kam kein Verdächtiger in Frage außer Finn? Ich erinnere mich nur, naja, eine Teilanalyse der Beweise eingereicht zu haben. Da Mr. Finn gestand, der Fallschirm erledigt. Es gibt also nicht untersuchte Beweise? Ja schon, kleine Spuren. Haben Sie Zugriff auf die Daten? Jetzt reicht's mir aber wirklich. Allein die Idee, diesen Mistkerl aus seiner Zelle zu lassen, ist absurd. Finn hat ein Motiv. Er ging durch die Hölle in Las Palmas. Er hasste die Polizei. Seine Haare waren an einem der Tatorte. Am Campingplatz. Richtig? Das war die Sozialarbeiterin? Und Detective Marnie, was ist denn dieser Nacht nochmal genau geschehen? Ist ganz einfach. 2 Worte. Verpasste Gelegenheit. Wir hätten Finn an Ort und Stelle schnappen können. Meine Frage galt aber Detective Martin. Wenn es okay ist. Oh, klar. Catherine Hope war Sozialarbeiterin im Waisenhaus von Las Palmas. Wir wussten nicht, dass wir sie hatten. Wir hatten einen 10-8, der vor Gericht gegen Tatsache auch war.
nicht alleine hin. Hätte eigentlich ein Kinderspiel sein sollen. Aber in dieser Nacht waren alle nervös, weil der Trapper wütete. Und jeder hätte der Nächste sein können. So, mal schauen, was wir hier finden. Jetzt nochmal lieb vorsichtig. Hier ist 6 und 9. Am Ort des Einbruchs. Freie Highway-Ausfahrt. Kein Täter. Ich gehe in den Wohnwagen. 6 und 9, verstanden. Vorsicht bitte. So, dann schauen wir mal in den Wohnwagen. Sucht nach den Hinweisen, die oben angezeigt sind. Benutzt den Zeiger, um die Hinweise vor Ablauf der Zeit zu markieren. Manche Hinweise sind später nützlich, also versucht, sie alle zu finden. Ja, bloß reagiert auf ganz kurz. Spuren habe ich leider nicht gefunden. Was ist jetzt los? Hilfe! Hilf mir! Oh Gott! Okay. Seien Sie leise! Wer war das? Ich war in einer Bar. Ich weiß nicht. Dann war ich hier. Oh Gott! Bitte helfen Sie, bitte! Was ist hier los? Ja, komm, mach. Scheiße. Ich wollte dir doch helfen. Scheiße. Gott verdammt! Nein! Oh Gott! Nein! Nein! Ich wollte ihr helfen. Was hat denn reagiert? Das muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Finn muss sie gesehen haben. Er hat die Tat nicht vollendet. Er hat sogar seine Sachen dagelassen. Es war sehr mutig, da allein reinzugehen. Das war mein Job.
Und was verband Finn mit dem Tatort? Ich habe ein Haar von Finn am Tatort entdeckt. Der DNA-Abgleich mit unserer Verbrecherdatenbank hat ihn als Treffer ergeben. Er war bereits im System. Finn war schon so oft auf dem Revier, dass er fast ein eigenes Zimmer hatte. Wir bekamen den Tipp, dass er gesehen wurde und fuhren zufällig vorbei. So ein Glück aber auch, Detective. Ich habe ihn geschnappt. Arsch. Oh oh, Mama Bär ist bissig. Was da los ist. Vorsicht! Okay, okay. Lassen wir die blöden Spielchen, ja? Tun wir wenigstens so, als ob wir zusammenarbeiten. Der Trapper-Fall hat allen zugesetzt. Wir haben für heute genug Salz in alte Wunden gestreut. Sergeant... Ich denke, das war alles. Können wir sonst noch helfen? Okay, das reicht mir. Danke Ihnen allen fürs Zuhören. Danke Ihnen, dass Sie unseren Nachmittag verplempert haben. Hey. So, und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Episode. Und tschüss.